Gut. Okay, 18 Uhr. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Wir starten wieder mit unserem 18 Uhr Training. Heute bin ich solo. Ich werde das Training komplett durchführen. Während des Aufwärmens erkläre ich euch das Programm. Wir gehen heute insgesamt 9 Runden. Wie angekündigt, ein schönes Mixprogramm. Okay, wir starten mal locker zu dribbeln. Stellen uns schön stabil auf und ziehen die Arme von vorne nach hinten über den Kopf. Leicht in die Knie. Unser Programm heute startet mit einer reinen Kraftrunde. Dann geht es rein in die nächste Runde Kraft und Ausdauer und Wechsel. Und die dritte Runde ist dann eine reine Boxrunde. Das ist der erste Block, davon gehen wir 3 Blöcke, also insgesamt 9 Runden. Wir starten immer mit einer Kraftrunde, dann eine Kraft- und Ausdauerrunde und dann nochmal eine reine Boxrunde. So, den linken Arm nach hinten, den rechten Arm nach hinten, immer im Wechsel. Schön im Rhythmus. Die Arme nach vorne und paddeln und seitlich links und rechts nach oben. Die Arme hinter dem Körper, zweimal nachfedern. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beide Hände auf die Schulter legen und die Schultern weit und gründlich nach vorne rollen. Große runde Bewegungen. Richtig rein in die Bewegung. Wechsel nach hinten. Und wir dribbeln wieder locker an und nehmen mal locker Aufwärtshaken dabei mit. Gerade. Freestyle-Schläge. Und wir bleiben in der Boxstellung. Fäuste hoch und wir kreisen den Oberkörper. Wechsel in die andere Richtung. Nochmal Wechsel. Und die Füße schließen, Fingerspitzen runter zum Boden und oben nachfedern. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Die Hände in die Hüfte und den Oberkörper zweimal nach rechts, zweimal nach hinten, links federn. Oberkörper nach vorn und wir gehen mit der linken zum rechten Fuß und mit der rechten zum linken Fuß. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und wir richten uns auf, drehen weiter mit dem Oberkörper. Nehmen die Hände vor die Brust, zweimal nachfedern, Arme strecken. Und zweimal auf den Füßen nachfedern. Und die Arme mal vom Körper zweimal überkreuzen und dann nachfedern und die Arme strecken. Und wieder Boxstellung, locker Schlag im Freestyle. Schön locker bleiben, atmen.
Und wir winkeln die Arme an, dribbeln wieder auf der Stelle und gehen mit dem linken Ellbogen zum rechten Knie und wechseln. Andere Seite. Schönen Rhythmus finden. Und wieder Boxstellung seitwärts hacken. Locker rein. Seitwärts hacken, aufwärts hacken. Schön den Körper reindrehen. Und wechsel. Aufwärts hacken, seitwärts hacken. Und wechsel, gerade schlägt. Und wir dribbeln wieder auf der Stelle. Ziehen die linke Hand in die linke Achselhöhle und gehen dabei nach rechts. Und wechseln. Andere Seite. Und links. Und rechts. Und nochmal locker machen. So, kleine Trinkpause und wir starten mit unserer ersten Kraftrunde. Es läuft wieder in 30 Sekunden Takt. 30 Sekunden Übung, fliegender Wechsel zur nächsten Übung. Das geht dann 3 Minuten durch. Wir starten mit den Sit-Ups. Ready und auf geht's. Und durchhalten, atmen. 5 Sekunden. Und komm. Wechseln die Liegestütz. Entweder auf der Handfläche oder auf der Faust. Und auf dem Bauch liegen. Brustschwimmer, Beine weg vom Boden und schön ziehen. Mit dem Oberkörper mitgehen. Und komm. Bleib dran. Noch 5. Rückenlage, Beine nach oben für den Beckenheber und auf geht's. Lange für den Unterarmstütz und halten. Gesäß anspannen, Bauch anspannen, Spannung halten im Rücken. Komm, bleib dran. Noch 5. Und die letzte Übung auf die Beine und die Ausfallschritte. Hände in die Hüfte. Schritt nach vorn, einbeugen, nach hinten federn und der nächste Schritt. Noch 5. Und eine Pause. Sehr gut. Runde 1 ist geschafft.
Zweite Runde geht's in die Kraft und die Ausdauer. Das wird die Bauchrunde sein. Wir gehen drei Bauchübungen. Die erste Übung, mal was für die Beweglichkeit. Legen uns mal auf den Rücken. Versuchen dann mit den Beinen hinter den Kopf zu kommen. Und dann nach vorn rollen, Beine strecken, bleiben über dem Boden, nicht ablegen. Und dann wieder Beine über den Kopf und wieder nach vorn strecken. Ist machbar, in 30 Sekunden kann man so einige Wiederholungen schaffen. Ja. Fertig. Und los geht's. Beine über den Kopf, abrollen, Beine strecken und wieder nach vorn. Über den Kopf. Und wir rollen uns gleich nach oben und gehen in den seitlichen Hampelmann. Noch 10! Noch 5! Und wir setzen uns wieder auf die Matte oder auf den Boden. Ruderstöße. Und ziehen. 5. Die Beine. Mit den Beinen seitliche Hampelmann und die Arme drauf und runter. Atmen. Komm, halt den Rhythmus. Auf 5. Und wieder. Rückenlage, nochmal die Übung vom Anfang. Beine strecken, über den Kopf rollen und wieder nach vorn und abfangen und wieder. Und komm! Und abrollen, wieder auf die Beine kommen. Wechselsprünge und die Arme seitlich über den Kopf. Und komm! Zum Runterpulsen und Trinken. Bisschen locker machen, jetzt kommt die Boxrunde. Erstmal ein bisschen locker an mit der Beinarbeit, um wieder ein bisschen die Muskulatur aufzufrischen. Und dann kommen noch ein paar Schläge mit dazu, sodass wir die ganzen Körper muskulär wieder ein bisschen aufarbeiten, dass ihr euch aktiv erholt. Okay, wir tanzen mal rüber nach links, rüber nach rechts.
Nehmen dabei die Schritte mit. 1, 2, die Schläge. 1, 2. Passgang, seitlich. Nochmal die Schlagarten wechseln. Und locker. Ins Tänzel kommen. Freestyle-Schläge. Und wir gehen. Passgang, im Vorwärtsgang. 1, 2, 3, 4. Rückwärtsgang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rückwärts. Und wieder locker Tänze. Und die Schläge mit. Geh mal rein in den Diagonalgang. Linker Schlag, rechter Schritt. Und Rückwärtsgang. Vorwärtsgang, aufwärtsgang, diagonal. Rückwärts. Vorwärtsgang, seitwärtsgang, diagonal. Und rückwärts. Und wieder locker rein ins Freestyle-Boxen. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Durchtauchen. Links, rechts rüber. Step nach hinten schlagen. Mal rausdrehen. Links rüber. Mal rechts rüber. Wunderbar. So, das war unser erster Block. Wir steigen ein. Block 2 wieder mit der Kraftrunde. Nach der Kraftrunde, dann wieder Kraftausdauerrunde, diesmal eine Rückenrunde. Drei Übungen für den Rücken. So, ich gehe schon mal runter für die Sit-Ups, die erste Übung. Mal locker machen. Dann danach die Liegestütz, Brustschwimmer, Beckenheber, Unterarmstütz und Kniebeuge diese Runde. Fertig werden und go! Jawohl! Finde deinen Rhythmus und durchhalten. Beiß die Zähne zusammen. Komm! Noch 5. Wechsel in die Liegestützposition. Fertig werden und auf geht's. Auf den Bauch legen, Beine vom Boden und Brustschwimmer. Go!
Ziehen. Jawohl. Fünf. Rückenlage, Beine hoch und direkt der Beckenheber. Komm. Noch fünf. Und den Unterarmstütz. Wieder die Spannung rein. Und komm. Bleib gerade. Halte die Spannung. Atmen. Und halten. Und nochmal auf die Beine. Schulter weit aufstellen. Und wir gehen in die Kniebeuge. Beine strecken, einmal nachfedern. Und wieder runter. Trinken. Nächste Runde Ausdauer oder Kraft und Ausdauer. Erste Übung, gehen wir 30 Sekunden in den Vierfüßlerstand. Strecken das rechte Bein. Und federn. 30 Sekunden. Langer Rückenstrecker, Gesäßmuskel und hinterer Oberschenkel. Dann die Ausdauerübung. Danach 30 Sekunden das linke Bein. Und dann wieder Ausdauer und die letzte Rückenübung dann so eine Art Fallschirmspringer. Ja. So, nochmal durchatmen. Und Bein strecken. Und federn. Zehn Sekunden. Und komm, noch fünf. Und wir gehen auf die Beine, Kniehebel auf, aufwärts. Zehn. Fünf. Auf die Matte wieder in den Vierfüßlerstand. Das linke Bein strecken und wir federn wieder. Komplett dran, noch fünf. Die Beine und Kniehebel auf gerade. Fünf. Und nochmal Bauchlage. Beine, Oberkörper abheben, halten
und dreimal nach oben federn. Eins, zwei, drei und halten. Und wieder dreimal nach oben federn. Eins, zwei, drei und halten. Und dreimal nach oben federn. Eins, zwei, drei und halten. Auf die Beine und die letzten Sekunden kneben auf Freestyle. Komm! Komm! Super! So, trink mal was. Wir kommen dann zur nächsten Runde, Boxrunde. Zieht mal den linken oder rechten Fuß ans Gesäß. Wechsel anderes Bein. Wir steigen erstmal ein mit Freestyle-Boxen und während der Runde kommen dann die Aufgaben. Also gut zuhören. Und locker rein ins lockere Tänzeln und die Schläge reinziehen. Die Blocks mal mitnehmen. Mal mit dem Körper. Schön unterstützen. Unterarme ran an den Oberkörper, boom, die Fäuste bleiben am Kinn, der Blick geht nach vorne durch die Fäuste und immer wieder mal unterstützen mit den Beinen, mit der Hüfte, mit der Schulter, oben stabiler Unterarm am Oberkörper, Faust variiert zwischen Kinnwinkel und Stirn oder Schläfe und wieder noch bewegen, mal im Oberkörper, mal links rüber, mal rechts rüber drauf. Oberkörper, Beine arbeiten zusammen. Und wieder die Blocken, Stecker rein. Und wir stellen uns auf, schlagen linke gerade, rechte Aufwärtshack. Oh, sorry. Und bewegen uns wieder. Und schlagen rechte gerade, linke Aufwärtshand. Und bewegen uns wieder. Nächste Aufgabe, linke gerade, rechter Seitwärtshand. Kopf bleibt vorn und bewegen. Und rechte gerade, linker Seitwärtshaken. Und wieder locker bewegen. Zweiten Block geschafft.
trinkt was und bereitet euch vor für Block Nummer 3. Wir starten wieder mit Kraft. Wir bleiben bei den Übungen. Danach wieder Kraft und Ausdauer. Das wird jetzt eine Beinrunde. Und dann zum Schluss, zum Lockerwerden, nochmal eine Boxrunde. Wir starten wieder, wie bisher, mit den Sit-Ups. Jetzt nochmal richtig rein in die Muskulatur. Und go! Komm! Bleib dran! Letzte Kraftrunde hier. Noch 5, 10 und wir wechseln in die Liegestütz. Nochmal richtig schön beißen, Zähne zusammen. Bauchlage, Brustschwimmer, Beine weg vom Boden und ziehen. Bleib dran. Komm. 5. Wegnehmen. Komm, nicht nachlassen. Halt den Rhythmus und zieh. In den Unterarmstütz. Die vorletzte Übung. Komm. Bleib gerade. Bleib in Spannung. Halten. Noch 5. In die Kniebeuge. Zweimal und nachfedern. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Komm! Jawohl. Sehr gut. Durchatmen, vorbereiten für die vorletzte Runde, Bein und Ausdauer. Die erste Beinübung werden seitliche Ausfallschritte sein, versucht nach links, nach rechts rüber zu gehen. Nicht zu sehr mit dem Oberkörper nach vorne, sondern bleibt gerade, sodass euer Kinn nicht rüber geht übers Knie, sondern ihr bleibt schön gerade und versucht dann links und rechts seitlich rauszufedern. Fertig werden. Und los geht's.
noch fünf, komm. Okay, wir schlagen Freestyle im Stand. Und wir gehen hinter Ausfallschritt, Hände in die Hüfte, Schritt nach hinten, einbeugen und wieder nach vorne. Wechsel. Versucht gerade zu bleiben. Nicht nach vorne ausweichen und die Oberkörper. Noch fünf. Und Boxstellung, Freestyle-Schläge. Letzte Beinübung, Ausfallschritte nach vorne. Komm, durchhalten. Noch fünf. Und in die Boxstellung. Freestyle-Stück. Pause. Sehr gut. Durchatmen. Bisschen die Beine aufschütteln. Durchatmen. Und trinken. Letzte Runde, Boxrunde zum Muskel locker machen. Bisschen mit Aufgabenstellung. Wir gehen in die Boxstellung. Schlagen rechts. Rechter Aufwärtshaken, rechter Seitwärtshaken, rechte gerade. Eins, zwei, drei. Das gleiche links. Eins. Und wieder rechts. Eins, zwei, drei. Und links. Eins, zwei, drei. Rechts. Eins, zwei, drei. Links. Eins, zwei, drei. Rechts. Eins, zwei, drei. Links. Eins, zwei, drei. Und nochmal rechts. Eins, zwei, drei. Und links. Eins, zwei, drei. Und locker tanzen. Versucht die Oberarme am Oberkörper abzulehnen. Und jetzt locker aus dem Tänzeln. Die drei rechten Schläge, aufwärts, etwas gerade. Eins, zwei, drei. Wieder tänzen. Und die drei linken Schläge. Aus dem Tänzen heraus. Eins, zwei, drei. Und wieder bewegen. Locker tänzen. Und wieder die drei rechten Schläge aus der Bewegung. Aufwärts, seitwärts, gerade. Und die drei linken. Aufwärts, seitwärts, gerade. Und wieder bewegen. Durchtauchen, durchtauchen. Und wir stellen uns wieder ziemlich parallel. Schlagen. Linke Doublette, aufwärts haken, seitwärts haken. Rechte Doublette.
aufwärts, seitwärts, links, rechts, Uppercut, seitwärts, 1, 2, 1, 2, und wieder locker bewegen. Wir tanzen wieder und aus dem Tänzeln heraus die linke Doublette, die rechte Doublette. Abblocken, durchdrücken. Und nochmal in die Boxstellung. Linke Doublette, rechte Doublette, linke, rechte Gerade. Und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doublette links, Doublette rechts, linke, rechte Gerade. Und locker, aus dem Tänzeln heraus. Nochmal diese 6 Schläge. Linke Doublette. Rechte Doublette. Gerade, gerade hinterher. Und nochmal. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Der dritte Block. Bisschen was durchatmen, Arme und Beine locker machen, ein bisschen auf und ab gehen, nochmal ein Schlückchen trinken und dann geht es rein ins Stretching. Wir starten im Stand und gehen dann während des Stretchings über auf die Matte. So, die Füße schließen und versucht da unten zu kommen, mit den Fingerspitzen zu den Fußspitzen. Aufrichten, rechten Fuß greifen und den Fuß anziehen ans Gesäß. Brust raus, Rücken gerade, Knie bleiben zusammen. Und wir lösen, gehen zum anderen Bein. Und Rücken gerade. Knie zusammen, Fuß ans Gesäß. Und lösen. So, wir stellen uns nochmal mit dem linken Fuß nach hinten. Den ganzen Fuß auf den Boden und knicken im linken Knie ein und müssten dann die Achillessehne spüren. Strecken das Bein und wechseln mal. Rechten Fuß nach hinten, der ganze Fuß auf dem Boden und das rechte Bein knickt ein, Rücken gerade und ihr müsst jetzt so ein bisschen Spannung in der rechten Achillessehne merken. Und wieder Beinstrecke. Locker machen, Beine grätschen und die Arme um den Oberkörper herum pendeln. Linker, rechter Arm im Wechsel hinter den Rücken. Und mal beide Arme gleichzeitig nach oben und um den Körper herum. Und das rechte Bein ranziehen und wegwerfen. Und das linke Bein ranziehen und wegwerfen. In die Hüfte stützen, Oberkörper geht nach rechts und der linke Arm so weit wie möglich über den Kopf rüber nach rechts ziehen. Atmen dabei, nicht die Luft anhalten. Und wechsel zur anderen Seite. Den Kopf ins Genick legen, Schulterbreite aufstellen, Schultern weit und rücklich nach hinten rollen. Und das Kinn nach vorne, die Schulter nach vorne rollen.
geht nach vorn, Brust raus, den Kopf so weit wie möglich nach links ziehen, Spannungspunkt, halten, langsam rüber wandern mit dem Kinn zur rechten Seite und wieder halten und den Kopf wieder langsam nach vorn drehen und wir setzen uns auf die Matte. Und ziehen uns nochmal nach vorne. Nachgreifen, nachziehen, halten, atmen. Und wir stellen die Beine auf. Schüttel die wahren Oberschenkel auf. Ziehen das rechte Bein ran und dreimal nach vorn stoßen.